Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dr. Corinna Salter und ich möchte in meinem heutigen Video mal die Frage einer Nutzerin aufgreifen. Die hatte mich angeschrieben und hatte gefragt, dürfen Kinder eigentlich auf dem Fußweg Fahrrad fahren und wenn ja, bis zu welchem Alter? Und zwar ist es so, dass Kinder grundsätzlich mit ihrem Fahrrad bis zum vollendeten 8. Lebensjahr auf dem Fußweg fahren dürfen. Und was jetzt ganz neu ist seit 1. Januar in diesem Jahr, ist, dass sie auch eine Begleitperson mitnehmen können. Das heißt also, der Papa oder die Mama oder die Oma oder sonstige Bekannte dürfen, wenn sie volljährig sind, das Kind begleiten und dürfen dann auch auf dem Fußweg fahren. Das hat leider so ein bisschen in der Vergangenheit ein bisschen zu Problemen geführt. Aber es ist erlaubt. Wie ist es denn, dürfen Kinder denn auch auf der Straße fahren? Im Prinzip dürfen das Kinder, aber es ist eben so, dass man eben auch als Eltern dafür verantwortlich ist, dass eben keine Gefährdung eintritt. Also von daher lieber die Kleinen auf dem Fußweg fahren lassen oder eben auch auf dem Radweg. Dann war die Frage, ab wann darf ich eigentlich auch als Erwachsener auf dem Fußweg fahren? Und zwar ist es so, dass wenn das Schild einen Fußgänger zeigt und einen Fahrradfahrer zeigt, dann darf ich auch auf dem Fußweg fahren. Ist das auch noch mit einem Strich unterteilt, dann hat man sich diesen Weg zu teilen und dann dürfen die Fußgänger auf der einen Seite nur sich bewegen und die Fahrradfahrer auf der anderen Seite. Und grundsätzlich ist es so, dass beide natürlich Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Denn das ist immer so das oberste Gebot. Wie ist es, kann ich denn als Fahrradfahrer auch auf der Straße einfach fahren? Prinzipiell ja, kann ich. Aber es ist ein Problem, wenn zum Beispiel ein blaues Schild dort steht, dass der Fahrradweg ausdrücklich ausgewiesen ist. Dann darf ich noch nicht mal auf der Straße fahren. Dann muss ich den Fahrradweg benutzen. Wie ist das, wenn ich einen Anhänger mit mir führe? Dann darf ich zum Beispiel gar nicht auf dem Radweg fahren. Dann muss ich auf der Straße fahren, und weil ich sonst Leute behindern würde. Ja, was ist denn jetzt, wenn ihr das jetzt alles illegal gemacht habt, weil ihr jetzt alle auf dem Fußweg fahrt oder jemanden behindert? Dann ist es so, Bußgelder sind in Höhe von 15 Euro fällig. Wenn ihr jemanden dabei auch noch behindert, dann sind es 30 Euro. Also von daher, bei den Bußgeldern ist das jetzt nicht so hoch. Aber ihr müsst wissen, dass wenn ihr einen Unfall baut und ihr fahrt zum Beispiel falsch oder ihr fahrt in die falsche Richtung, dann habt ihr eine Mitschuld zumindest. Und die Höhe kann dann das Gericht dann eventuell feststellen. Also das kann eventuell noch erheblich teurer werden. Also passt da auf, haltet euch lieber an die Verkehrsregeln. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, tschüss.